Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder was geshoppt in den letzten Wochen und noch nicht so richtig ausprobiert und das wollte ich euch heute mal zeigen. Und zwar habe ich eine Kakaobutter-Handcreme gekauft und die riecht so lecker. Und die habe ich auch schon ausprobiert, wie ihr sehen könnt. Und ich finde sie mega toll. Sie riecht super gut und wenn man sie über Nacht drauf macht, dann hat sie auch eine Wirkung. Und das finde ich mal wirklich erfrischend. Die ist von der Marke, die kannte ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland überhaupt gibt. Hier in Österreich gibt es sie jedenfalls. Dann habe ich gekauft einen Eyeliner-Twist von EQ Cosmetics in der Farbe Midnight Navy. Und zwar ist das so einer zum Rausdrehen. So, und die Farbe. So ein ganz dunkles Blau mit ein bisschen Glitzer. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal drauf gemacht. Und was ich besonders cool finde, ist, dass ich nichts mehr Separates brauche, um das so zu verwischen oder auszublenden. Sonst hat hier so einen kleinen, ja, wie ein Schwämmchen. Ein bisschen fest aber. Und damit kann man hier dann so ein bisschen das weicher machen. Finde ich ziemlich cool. War auch, glaube ich, relativ günstig. Ich weiß nicht so. 2, 3 Euro würde ich sagen. Dann habe ich noch einen anderen Eyeliner gekauft von MAC. Der ist in der Farbe Swamped. Und der ist auch so zum Rausdrehen. Ich will jetzt nicht zu viel rausdrehen, ich habe den noch nie benutzt. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, ein dunkles Navy mit ein bisschen Schimmer. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es so ist. So im Vergleich kann ich nicht so viel sagen. Jetzt auf der Hand lässt er sich viel leichter verwischen als der günstigere. Muss mal schauen, wie das so beim Tragen ist. Und ich habe noch von Essence einen Long Lasting Eye Pencil gekauft. Die Farbe, weiß ich nicht. Tutu Türkis. 17. Weiß nicht, ob das stimmt. Und der ist auch so zum Rausdrehen. Das finde ich mal ganz angenehm. Und das ist die Farbe. Und ich dachte jetzt gerade für den Sommer ist das super cool. Und der lässt sich, wie ihr sehen könnt, auch sehr, sehr leicht ausblenden. Und ich freue mich schon drauf, den jetzt öfter mal zu benutzen, wenn das Wetter endlich mal besser wird. Ja, und ansonsten habe ich ja. Muss ich zu meiner Schande gestehen, Nagellack gekauft. Und zwar nicht wenig. Ich habe einmal von Fabi, das, ja, ich, nee, der ist so dunkelblau und hat ein bisschen hellere Glitzerpartikel und die gehen so ein bisschen Richtung Gold. Und die Farbe ist Are You AC Odyssey. Fand ich ziemlich cool, die Marke kenne ich noch gar nicht und ich werde es jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Und noch einen anderen von Pabbi. Und die Farbe ist Nuit de Mystère. Und das ist das, was ich auf den Nägeln habe gerade. Das ist blau und hat so einen grünlichen Schimmer. Wie immer sehen die Farben im Internet anders aus. Und ich dachte eigentlich, das wäre mehr so in Richtung Navy Glitzer Nagellack. Aber ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool bisher. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich habe das jetzt gestern Abend drauf gemacht und so an manchen Fingernägeln ist schon ein bisschen was ab. Ich weiß aber nicht, ob das mit meinem Basecoat zu tun hat oder keine Ahnung, dass meine Nägel vielleicht oder sehr wahrscheinlich relativ kaputt sind an den Spitzen. Aber ich werde es einfach mal weiter ausprobieren. Dann habe ich mir noch bestellt von Isadora. Sorry. Wonder Nail Extra Long Lasting Quick Dry. In der Farbe 766 Opal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, und ich bin einfach mal gespannt. Ich hoffe, das ist ein toller Topcoat. Mal schauen, wie es ist. Und von Colista. Die Farbe 660. Ja, Chrome-Effekt.
Weiß nicht, ob man das gut sieht, aber es schimmert halt so ein bisschen Richtung gelblich, grünlich und hat als Grundfarbe, ich würde sagen, Türkis. Und dazu gab es, das war bei Douglas so ein Angebot, von Annie ein Nagellack. Model of Duty. Also man konnte sich die Farbe nicht aussuchen und ich habe jetzt eben diesen gekriegt. Ausprobiert habe ich ihn noch nicht. Seht ihr, mein Geschenk. Ja, mal schauen, wie es so ist. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn weitergebe oder selber benutze. Ich bin eigentlich gerade froh, dass ich den einen Annie-Nagellack aufgebraucht habe. Aber mal schauen. So, und das andere, jetzt seid ihr ein bisschen verrutscht, was ich mir gekauft habe, ist das hier. Und zwar von Benefit eine Rouge-Palette. So sieht es von hinten aus. Und da sind 5 Full-Size Blushes drin, also Rouges. Beziehungsweise auch Bronzer, glaube ich. Und ja, im Vergleich zu den, wenn man sie separat kauft, sehr viel günstiger. Und so sieht das gute Stück ja, ausgepackt aus. Und wenn man es öffnet, ist hier ein Spiegel und eine Anleitung, wie man was am besten benutzen kann. Und hier sind die Farben. So, und ich könnte ja eigentlich mal auf dieses Dings gucken, damit ich euch auch genau sagen kann, wie die heißen. Also die eine heißt Rocateur. Das ist diese, aber wahrscheinlich könnt ihr das auch sehr viel besser sehen. Moment, ich nehme das mal da ab. So, also das ist Rocateur. Dann Dallas, Ola, Coralista und Dandelion, würde ich mal sagen. So, und das hier ist Ola, Dandelion, Dallas und Coralista. Ich weiß, das Licht ist heute nicht so der Brüller, aber naja. Und ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt diese Farben einfach mal, falls es klappt. So, ich muss mal ein bisschen Platz auf meinem Arm schaffen. Das hier ist Rocateur. Ich mache noch mal ein bisschen mehr drauf. So, also ich finde es ziemlich cool. Es ist so, naja, ich würde sagen eher Richtung Koralle, aber mit ein bisschen Rosa und sehr schönen Schimmer. Dann Ola, würde ich sagen, ist eher ein Bronzer, ist relativ dunkel, glitzert nicht, ist matt. Dann Dandelion ist, naja, so ein bisschen Richtung Altrosa, schimmert ein bisschen, ist aber nicht so glitzy wie Rocateur. Dann Dallas. Ist dunkler als Ola, geht mehr ins Orangene, finde ich, oder ins Gelbliche. Und kann man bestimmt auch gut als Bronzer benutzen. Und dann Coralista. Nochmal versuchen. Hier ist halt ein schönes Koralle Orange mit ein bisschen Glitzer. So. Und das waren jetzt die Farben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was erkennen. Und dann ist noch ein kleines Pinselchen dabei. So, und wie die Produkte so sind, wie sie mir gefallen und was ich besonders an ihnen finde, das erzähle ich euch dann in meinen anderen Videos, sobald ich sie ausprobiert habe. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zusehen und bis bald. Ciao!